Abgehalten werden können und dass ihr alle miteinander gesund bleibt. So, jetzt fangen wir unser Programm an. Das danke an die Bradl-Musikanten für ihren schönen Neujahrswunsch. Und jetzt, liebe Musikerinnen und Musiker, liebes steirisches Volksliedwerk, liebes Publikum, im Namen des steirischen Volksliedwerkes und der Familie Friedl und meiner Wenigkeit möchte ich euch alle auf das Herzlichste begrüßen. Wir feiern heute unser 15-jähriges und 180 Jubiläumssänger und Musikantenstammtisch. Es freut uns sehr, dass heute zu diesem Anlass das Steirische Volksliedwerk, die Gemeinde sowie die Landwirtschaftskammer anwesend sind und uns die Ehre geben. Auch ein herzliches Danke an Familie Friedl, die uns so viele Jahre, uns Musikanten, unterstützt hat. Ein großes Danke an alle Musikerinnen und Musiker für euer zahlreiches Kommen zu den Stammtischen. Von weit her kommt ihr und es ist für mich eine große Freude, euch begrüßen zu dürfen und einen lustigen Abend mit toller Musik zu verbringen. Für mich ist es eine große Ehre, dass ich ab heute diesen Stammtisch hier moderieren darf. Ich werde mein Bestes geben. Also auf geht's mit viel Musik und allen wünsche ich eine gute Unterhaltung. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Thank you.
Auftakt dürfen wir uns jetzt auch so noch zu Wort melden. Von unserer Seite auch noch ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu dem wunderbaren Abend heute hier. Es wird wirklich, glaube ich, ein besonderer Abend. Wir feiern heute ein Jubiläum. 15 Jahre Stammtisch, ist das richtig? Unglaublich. Das sieht man nicht alle Tag, das ist schon was. 15 Jahre durchgehend als Stammtisch. Ich darf mir vielleicht auch noch mal kurz vorstellen, mein Name ist Michael Leiter, ich bin vom Steirischen Volksliedwerk, bin da Mitarbeiter und eben genau für dieses Projekt Musik beim Wirt verantwortlich. Und ich kenne wirklich viel mehr du mit der Steiermark zu sämtlichen Stammtischen, aber so ein volles Haus mit so vielen Sängerinnen und Musikantinnen, das sieht man nicht alle da und das ist sehr erfreulich, das freut uns. Und wenn wir dann auch noch so ein Jubiläum dazu feiern, sind wir gleich noch viel freudiger gestimmt. Vielleicht ein paar kurze Eckdaten zur Musik beim Wirt. Das Projekt gibt es wirklich schon sehr lange. Seit den frühen 1980er Jahren machen wir dieses Projekt in steirischen Wirtshäusern und Buschenschenken. Der Hintergrundgedanke ist zum einen, ja, wir wollen die Wirtshäuser und Buschenschenken wieder ein bisschen mehr ins Zentrum der örtlichen Kommunikation rücken. Ja, also ein Wirtshaus und ein Buschenschank ist doch was, wo man eigentlich, wo die Bevölkerung zusammenkommen soll, wo man miteinander feiert, wo man lustig ist, vielleicht auch traurig ist und was Trauriges, traurig alles, aber man kommt einfach zusammen und viele wissen das erst dann zu schätzen, wenn es vielleicht in einem Ort kein Posthaus mehr gibt. Das ist aber dann leider zu spät. Und das ist ein bisschen so unser Beitrag zum Wirtshaussterben, sage ich mal. Es ist auch ein musikalischer Beitrag zum Wirtshaussterben, weil nicht nur, dass wir die Rolle des Wirtshauses wieder stärken wollen, sondern wir wollen auch die Volksmusik wieder zurückbringen, da wo sie eigentlich hingehört, nämlich ins Wirtshaus. Da ist sie entstanden, da ist sie gereift, da hat sie sich entwickelt und ich finde auch, da gehört sie hin. Durchaus ernst zu nehmen, der Kollege aus Salzburg, der Gmachl Toni, Professor Mozarteum, hat einmal gepflegt zu sagen, das Wirtshaus oder auch die Buschenschenke ist die Hochschule oder die Universität der Volksmusik. Und den gebe ich hundertprozentig recht. Da gehört sie hin. Es ist schön zu sehen, dass die Volksmusik heute auf allen Konzertbühnen gespielt wird und im Radio hören wir es und im Fernsehen. Aber eigentlich gehört sie da hin. Und das ist so schön zu sehen, dass das einfach so selbstständig funktioniert. Musikanten, Sängerinnen kommen zusammen und spielen und musizieren gemeinsam. Wunderbar. Und das schon 15 Jahre her. Und das wird heute wirklich gebührend gefeiert. Dazu kommen wir aber später noch. Ich darf zuerst dann noch meine Kollegen vorstellen. Ich habe jemanden mitgebracht vom Steirischen Volksliedwerk. Ich bin Mitarbeiter, er ist im Vorstand, er ist für die Finanzen zuständig im Steirischen Volksliedwerk, Herr Professor Siegfried Kleimer. Schön, dass du heute hier bist und ich darf dich jetzt um deine kurzen Grußworte bitten. So, liebe Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott. Der Michi hat eigentlich schon viel erzählt. Ich werde es ganz kurz halten. Der Punkt Musik beim Wirten ist eigentlich eine sehr gute Aktion. Sie verbindet die Generationen Jung und Alt. Und ich glaube, das müssen wir noch schauen, dass wir es wieder fördern können. Überhaupt nach der Pandemie ist es halt so, dass wir wieder ein bisschen feiern lernen müssen. Und der andere Punkt mit den Kosten, hat der Michi ja schon gesagt, dass das immer weniger wird, wo eben Kultur weitergetragen wird. Das heißt, das Singen ist relativ verloren gegangen. Und diese Dinge so zusammen musizieren und miteinander von mir aus einmal ratschen oder Gstanzl singen, das glaube ich, das ist sehr wichtig, dass das wieder lebt und ins Leben gerufen wird. Und deswegen möchte ich wirklich diesen Akteuren hier in der Gegend herzlich danken. 15 Jahre ist eine schöne Zeit im Haus einmal und auch der Organisatorin. Alles Gute. Ich habe schon gesprochen mit dir heute, weil ich gefragt habe, wie sich das bei dir ausgeht, wenn man die Liste sieht. Da sind da 60 oder 70 Termine drauf, glaube ich, in der Richtung. Ja. Dann habe ich sie gefragt, ob sie verheiratet ist. Hat sie gesagt, nein, sie ist glücklich geschieden. Darum geht es. Applaus bitte für unsere Organisatorin. Ja, und wir wollten dann noch mehr so untriebige Leute. Und auch Leute, die wieder fortgehen und ins Gasthaus gehen, mitmachen und mitsingen, so wie die Musikantinnen und die Musiker. In diesem Sinne einen herzlichen Dank im Volkswerk aus und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Veranstaltung. Danke. Vielen Dank, Sigi, für deine Grußworte. Und dieses Projekt Musik bei Wirt
läuft da nicht nur bei uns über das Fritzlick her. Wir haben auch zwei tolle Partner, die das gemeinsam mit uns machen. Also Musik beim Wirt, bei den Gasthäusern und Wirtshäusern haben wir als Partner die Wirtschaftskammer Österreich, die uns da tatkräftig unterstützt. Heute sind wir in den Buschenschank da und da ist unser Partner die Landwirtschaftskammer Steiermark. Und auch hier ist heute ein Vertreter entsandt worden. Ich darf auch dich um deine Grußworte bitten. Herzlich willkommen, lieber Kammersekretär Johann Kaufmann. Grüß dich. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf die herzlichen Grüße von meinem Chef überbringen, dem Werner Bruckner. Unser Kammerdirektor ist selber begeisterter Musikant und Sänger, der immer wieder bei Sänger- und Musikantentreffen dabei ist. Und wir als Landwirtschaftskammer hat mir mein Chef gesagt, unterstützen diese Veranstaltungen und diese Stammtische sonst aus den 80er Jahren schon die ganze Zeit. Und für uns ist das ein ganz wichtiger Teil der Kultur im ländlichen Bereich. Ihr wisst, die Buschenschenken repräsentieren unsere Lebenskultur, was Essen und Trinken betrifft. Und von Essen und Trinken allein wird man nicht glücklich. Da gehört das Lied dazu, da gehört die Musik dazu. Und in dieser Kombination Essen und Trinken halt Leib und Salz an. Und wenn man noch spielt dazu und singt, dann ist das, glaube ich, ein guter Start auch für die nächsten 15 Jahre, was hoffentlich diese Treffen geben wird. Und ich darf auch mich bei der Frau Marzl bedanken, dass sie das so lange schon macht und hoffentlich nochmal so lange macht. Alles Gute und noch heute einen schönen Abend. Du bleibst gleich oben uns bitte. Hinübergehen lassen. Also erstaunlich, braucht er nicht einfach nur einen Saal oder ein Gasthaus. Ich sage immer gern zu den Wirtshäusern oder zu den Buschenschenken, die das machen, herbergen. Und Herbergsväter und Herbergsmütter, weil einfach nur ein Wirtshaus mit einem Wirt, den das nicht interessiert, das funktioniert meistens nicht und geht nicht lang. Und dass das 15 Jahre gut geht, braucht man wirklich Herbergsväter und Herbergsmütter. Und das ist, glaube ich, beim Buschenschank Friedl echt so der Fall. Die nächste Auszeichnung, die man kriegen kann, ist eigentlich die Prämierung zur musikantenfreundlichen Gaststätte bzw. Buschenschank. Das haben wir da schon erledigt gehabt, 2013. Mehr geht eigentlich nicht mehr. Gell? Also das hat dieser Buschenschank schon. Wir haben uns das etwas Spezielles überlegt. Das kriegt nicht jeder. Aber ihr kriegt, ihr seid nämlich eine Ehrenurkunde vom Steirischen Volksliedwerk für besondere Verdienste rund um die steirische Volkskultur, insbesondere Musik beim Wirt. Und diese Urkunde dürfen wir euch jetzt hier über Hans und deinem Team und der Familie feierlich überreichen. Gratulation! Und es gibt gleich zwei Mal hintereinander, so einfach ist er Josef. Probieren wir das alle miteinander. Hau, Rillei, ho, 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 ho,
Ja.